Ich habe mir überlegt, ich mache jetzt mal ein kurzes Review-Interview in meinem Auto, in meinem zweiten Rental-Car hier in Neuseeland, weil ich eigentlich die meiste Zeit im Auto sitze, irgendwie. Und deswegen passt das ganz gut. Ich war jetzt für 2 Monate in Neuseeland, von Anfang Februar bis Anfang April. Und was mir am meisten aufgefallen ist, ist, wie teuer Neuseeland ist. Das liegt, also eigentlich dachte ich, Australien ist teuer, aber Neuseeland toppt das Ganze nochmal. In Essen, in Unterkünfte, Sprit. Also Sprit ist nochmal so 50 Cent teurer oder noch mehr als in Australien. Dann, ja, weiß ich, eine Gurke kostet hier 3 oder zum Teil auch $5. Das ist halt, also es ist nicht wenig und ich habe das so nicht mit einberechnet und ich habe jetzt in fast 2 Monaten ca. $8.000 auf den Kopf gehauen. Da drin enthalten waren 2 Rental Cars, einmal von Christchurch to Christchurch und dann wieder von Auckland to Auckland. Die haben jeweils bei Omega Rentals $1.400 gekostet für, ich glaube, 26 Tage Christchurch. Und nochmal $880 für 21 Tage für Auckland. Das ist nicht so schlecht, weil wenn man sieht, dass man einen Campervan für teilweise 7.000 € für 6 Wochen bezahlt, sind die Rentalcards von Omega Rental gut. Bucht die auf einer Internetseite mit Versicherung auf jeden Fall, damit ihr da gut seid und da keinen Stress mit habt. Und Omega Rentals ist auf jeden Fall der billigste Anbieter mit hier in Neuseeland auch. Und die Qualität der Autos ist gut, also ich kann mich nicht beschweren. Der erste war halt scheiße, weil das ein japanisches Radio hatte mit japanischer Sprache. Und das konnte man nicht wirklich bedienen, das heißt, wir mussten viele CDs kaufen. Jetzt die billigste Kategorie war am besten, weil der hatte ein cooles Radio, der ist größer, verbraucht halt auch mehr Sprit, was natürlich wieder teurer ist, aber ist ansonsten halt komfortabler. Was halt auch mit dazu zählt, dass Neuseeland teuer ist, ist, dass es hier weniger Free Campsites gibt. Neuseeland schließt viele Free Campsites aufgrund von Idioten-Backpacker, die ihren ganzen Müll überall hinschmeißen. Und zum Teil sieht man das auch echt und das ist mega, mega schade. Weil so bekommt man, zum Teil bekommt man Campsites für $10. Die sind sogar besser als die Campsites vom DOC. Also vom Department of Conservation, weil die haben nur ein Plumpsklo und die anderen Campsites für $10 hatten halt auch eine Dusche mit dabei. Deswegen lohnt sich da halt Wikicamps App, um danach zu gucken. Das ist ganz sinnvoll. Ansonsten ist das Wetter um diese Jahreszeit, weil es Nebensaison ist, kann es halt echt sein, so wie es jetzt ist, dass es regnet, dass es nebelig ist und das ist halt ja nicht ganz so geil. Kann ich nur sagen, weil wenn man dann so gerade Mount Nangiru, Tangariro Crossing sich angucken möchte oder den Mount Taranaki, wo die Bilder halt auch recht, richtig geil sein können und dann ist man aber hier und es ist nebelig und du siehst halt keine 10 Meter weit und das ist dann, also es ist umsonst Fahrerei und das macht auch wenig Spaß gerade. Ansonsten, Neuseeland hat mich halt echt so von den Leuten beeindruckt, weil es ist wirklich, die sind so lieb, die reden sofort mit dir, erzählen ihre Geschichte und wollen einfach nur wissen, wie es dir geht. Also super nett, super hilfreich. Ja, ansonsten, ich finde, 2 Monate für Neuseeland sind ausreichend. Wenn man so die groben Punkte abgehen will, wenn man halt Aktivitäten machen will, dann für jede Insel 4 Wochen ist okay. Ich würde jetzt im Nachhinein sagen, für die Südinsel sogar mehr so 4,5, 5 Wochen. Und für die Nordinsel eher so 3 Wochen, 3,5. Was ganz wichtig ist, wenn ihr nach Neuseeland kommt, fangt in der Nordinsel an und arbeitet euch runter nach der Südinsel, weil wenn ihr im Süden anfangt und geht dann auf die Nordinsel, dann findet ihr ganz vieles auf der Nordinsel nicht mehr so geil. Teilweise auch dann nur noch langweilig und weil die Natur im Süden halt viel besser ist, viel ausgeprägter und der Süden viel größer ist, lohnt sich das im Norden anzufangen, die Städte mitzunehmen, so ein paar Aktivitäten hier zu machen. So wie zum Beispiel White Island.
bei Wakatane, das ist die Vulkaninsel, die ist super hier. Aber ansonsten gibt es halt auch viel mehr Aktivitäten im Süden und Naturaktivitäten zu machen und Great Walks. Und deswegen würde ich sagen, fangt im Norden an, geht dann in den Süden. Was das Gute an Neuseeland ist, wenn ihr hier einen Unfall habt und ihr fallt von einem Fußweg runter, ihr brecht euch ein Bein im Nationalpark, ihr habt einen Autounfall, das übernimmt alles die neuseeländische Regierung, die Unfallkosten, also die Krankenversicherungskosten. Ihr müsst nichts in der deutschen Versicherung einreichen, außer ihr macht Sachen wie Physiotherapie oder sonstiges. Dann müsst ihr einen kleinen Anteil bezahlen und den Rest könnt ihr bei der deutschen Versicherung dann einreichen. Das habe ich bis jetzt auch bei keinem anderen Land gehabt, dass die für Nicht-Residents, also für Nicht-Einwohner, die Kranken- oder die Unfallsachen bezahlen. Also das ist richtig krass, deswegen macht euch da keine Sorgen, wenn euch hier was passiert in solcher Art, seid ihr auf jeden Fall geschützt. Habt ihr jetzt einen Husten, eine Lungenentzündung oder sonst irgendwas und geht damit ins Krankenhaus, dann seid ihr nicht geschützt, weil das müsst ihr dann selber tragen. Aber alles, was so Unfallgeschichten sind, übernimmt das die neuseeländische Regierung. Also, das vielleicht nochmal gut zu wissen für euch. Das war mein Fazit zu Neuseeland. Macht es auf jeden Fall, hat Spaß gemacht. 2 Monate sind damit rum. Und dann sehen wir uns in Australien wieder. Bis dann!